One Piece befindet sich, was die Gegner angeht, auf der allerletzten Stufe. Es sind nur noch die Kaiser und die Weltregierung übrig, jedoch erweist sich da ein Problem. Wie will Eiichiro Oda es schaffen, dass Ruffy in nur so kurzer Zeit glaubhaft selbst diese übertreffen will? Das alles und mehr nach dem Intro. Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video reden wir mal ein bisschen über Ruffys Alter, denn er ist ja noch nicht so alt, 19 Jahre, und jetzt soll er auch schon die Kaiser etc. besiegen. Und da stehen wir natürlich vor der Debatte, ey, Ruffy ist viel zu jung, um das so alles so schnell auch hinzukriegen. Ja, dann könnte es ja theoretisch fast jeder schaffen etc. Also da gibt es einige in der Community, die auch verständlicherweise definitiv oder auch zu Recht das Ganze so, ist einmal ansprechen und sagen, hey, das ist doch viel zu krass, ja, ein 19-Jähriger, der dann da hier die Kaiser besiegt etc., der gerade mal jetzt nur 2 Jahre trainiert hat und davor halt mal ein bisschen auf der Grand Line unterwegs gewesen ist etc. Und dieses Problem möchte ich mal ein bisschen mit euch besprechen, so mal meine Meinung mit euch teilen. Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich One Piece, die aktuellsten News, die aktuellsten Geschehnisse, Sachen etc. sein wollt, so abonniert doch gerne den Kanal. Ich halte euch stets auf dem Laufenden und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ans erste Problem. Das erste Problem, was ich hier sehe, was definitiv auch die Meinung der einigen oder ich sag mal ist gut oder bestimmt 20-40% der Community ist, dass Ruffy zu jung ist, beziehungsweise noch deutlich aktuell zu schwach ist, um einen Kaiser zu besiegen. Ich meine, wir haben es vor kurzem erst gesehen, Ruffy hat von Kaido einen One-Shot kassiert und er war instant weg, ja. Klar, er war nicht wirklich bewusstlos, er konnte noch sein Königshaki bei den Untergebenen etc. einsetzen, aber hier haben wir mal gesehen, was da eigentlich für ein Gap oder zwischen diesen Stärken ist, zwischen Ruffy und Kaido, und die sollen Kaido jetzt in 8 Tagen besiegen, das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, das wird nicht funktionieren. Wenn das tatsächlich passiert, dass Ruffy sich dann dagegen Kaido stellt und ihn größtenteils auch alleine besiegen wird oder so, dann wird das die Leute nicht zufriedenstellen. Dieses Problem hat Eiichiro Oda aber auch selber angesprochen und gesagt, ey, ich weiß, ja, es ist aktuell schwierig, wie Ruffy Kaido besiegen soll, ich kenne aktuell selber keine Lösung, das war aber eine Aussage, die hat er vor 4 Jahren oder 5 Jahren so getätigt. Ich denke, mittlerweile hat er definitiv eine Lösung und ich denke und hoffe natürlich auch, dass Eiichiro Oda das Ganze der Community halber zufriedenstellend lösen wird. Ich denke, das wird er auch tun, ja. Ich meine, es ist Eiichiro Oda, von dem wir hier sprechen, und natürlich gibt es davor auch schon einige Dinge, die die Community ein bisschen so ins Grübeln gebracht hat. Nehmen wir einfach mal den Kampf Ruffy vs. Katakuri. Meiner Auffassung nach hat Ruffy Katakuri in diesem Kampf, oder ne, beginnen wir von Anfang an. Ruffy war vor diesem Kampf schwächer als Katakuri, ja, das war klar. In diesem Kampf hatten wir ja den Flashback, das Flashback-Training mit Rayleigh etc. Und Rayleigh hat ja erklärt, wie man jetzt irgendwann in diesem, ich sag mal, in diesem Tier quasi, wo sich Katakuri, Ruffy etc. gerade auffällt, an diese, in diesem Stärke, in diesen Stärkendimensionen, in dessen, wo halt Ruffy, Katakuri, die ganzen Kaiserkommandanten, ja, zum Beispiel vielleicht auch Trafalgar, Law, Zorro, ja, gerade Zorro, wo die sich so befinden, in diesem Level, ja, wie kann man da unbedingt stärker werden? Und da hat Rayleigh halt einfach gesagt, yo, wenn du dein Haki trainierst, und dein Haki trainierst du in hitzigen Kämpfen, ja, und das war ein hitziger Kampf, Ruffy vs. Katakuri, aber Ruffy war ja anfangs schwächer, meiner Auffassung nach, und ist dann in dem Kampf immer stärker geworden und hat halt Katakuri in diesem Kampf dann übertroffen, ja, vom Haki her und halt auch dann von der Stärke her an für sich, und das ist meiner Meinung nach passiert, und Ruffy hat dann diesen Kampf schlussendlich gewonnen. Ja, da gibt es einige, die sagen, ey, das war ein Unentschieden, Ruffy hat den Kampf nicht gewonnen, ihrer Meinung nach, weil Katakuri stand ja zum Schluss auch noch, ja, und Katakuri war der Letzte, der zuerst irgendwie umgekippt ist oder so, und da reibt man sich halt viele Sachen zusammen. Fakt ist aber, als Katakuri stand, ja, vor Ruffy, hat sich Ruffy instant auch wieder bereit gemacht zu kämpfen. Das ist so ein kleines Detail, was viele übersehen, aber diese Diskussion, die werden wir dann definitiv haben, ja, die wir nach dem Kampf Ruffy vs. Katakuri damals im Manga hatten. Ich erinnere mich da noch absolut dran, ja, wo wirklich, da war es ja fast zweigeteilt, also 50% war dafür, dass Ruffy gewonnen hat, und 50% fanden das nicht so gut, beziehungsweise waren dafür,
und haben gesagt, Katakuri hat eigentlich gewonnen, beziehungsweise es waren unentschieden, weil die ja auch 10 Minuten oder 15 Minuten da Pause gehabt hatten oder so, ja, bis dann schlussendlich der Kampf vorbeiging. Also das war schon sehr, sehr interessant, beziehungsweise sehr kompliziert gelöst, aber genau gut gemacht von Oda, dass man es halt nicht so deutlich sieht. Das muss dann jeder für sich selber machen. Und natürlich, ja, bei Sir Crocodile oder bei Rob Lucky, gerade bei Rob Lucky oder bei dem CP9 Arc, beziehungsweise auf Water 7, das war damals höchstwahrscheinlich genauso. Also ich kann mir zum Beispiel heute immer noch nicht erklären, wie Nami oder wie Khalifa da besiegt worden ist von Nami, weil das ist, ich weiß nicht. Also wenn ihr jetzt mal zurück, Khalifa war eine, die hatte die komplette Rokushiki drauf, also die Formel 6 etc. und wurde dann von Nami besiegt, weil sie ein paar Fata Morganas machen konnte. Das ist etwas, ja, da muss man halt vielleicht einfach mal ein paar, ich sag mal, Puls ziehen, ja, dass das einfach passiert, ja, ein bisschen Plot-Armor etc. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ja. Bei Ruffy war das ein bisschen anders. Ich meine, Ruffy und Zoro, die wurden vorher von Rob Lucky gewone-shottet. Bei Ruffy, gut, er hat jetzt sein Gear 2 dann gehabt, ein extremes Power-Up, ja, das geht da, finde ich, auch noch klar. Aber ich weiß nicht, so Nami oder so, die dann da auf einmal CP9-Agenten besiegen, ja, eine Nami Pre-Timeskip, ja, die dann eine CP9-Agenten besiegt, das fand ich auch schon ein bisschen, ja, das fand ich schon ein bisschen zu krass, ja. Dann gibt es natürlich auch einige Möglichkeiten, wie man es rechtfertigen könnte, dass Ruffy dann hier in Zukunft einen Kaiser übertreffen kann mit nur 19 Jahren. Ne? Natürlich gibt es hier eine Möglichkeit des Trainingstimeskips, was für mich persönlich aber jetzt nicht länger als ein Jahr dauern darf, ja? Höchstens 6-7 Monate. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht und ich denke, das kommt bei den meisten auch ganz gut an und da teilen eigentlich die meisten so die Meinung von mir, zumindest von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, nochmal so ein 2-Jahres-Timeskip. Wieso? Wohin? Also da gibt es auch absolut eigentlich gar keinen Grund für, weil einfach das beste Training aktuell einfach das ist, was sie gerade tun, ja, nämlich gegen stärkere Gegner sich versuchen aufzulehnen, ja, beziehungsweise versuchen gegen die zu kämpfen, um selber stärker zu werden. Natürlich ist da natürlich hier auch ein Lernfaktor, wie viele Niederlagen wird Ruffy haben, bevor er den ersten Kaiser wirklich selber per Hand besiegt. Und das werden definitiv einige Niederlagen sein, das hoffe ich zumindest. Ich denke, zu 95% wird Kaido in diesen 8 Tagen nicht besiegt werden, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil wir da natürlich auch noch Queen haben, wir haben King, wir haben auch noch andere Leute, die dort auf jeden Fall eine gewisse Stärke haben, die wir nicht vergessen dürfen und ich finde, das wird definitiv viel länger dauern als 8 Tage. Deswegen muss man einfach mal gucken. Genauso gut ist natürlich auch die eine Debatte, wird vielleicht mal ein Strohhut sterben. Ich weiß, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber zumindest jetzt ein Verbündeter. Ich meine, gerade auf Rock Island, wir haben nicht mal Big Mom besiegt gehabt, sind trotzdem einige gestorben. Sei es Pound, ja, sei es Pedro. Ja, also da gibt es auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit und Eiichiro Oda hat deutlich gemacht, wir sind jetzt in der neuen Welt, ja, jetzt ist es brutaler und da hat er definitiv deutlich gemacht, es können oder es werden Leute sterben. Deswegen muss man hier auch schauen, wen kann man hier jetzt rauspicken und sagen, jo, dieser Charakter kann sterben, das wird einen richtig heftigen Impact haben und ich sage euch eins, ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich mache ja so eine Art schulische Ausbildung im Mediengestalterbereich und im Thema Dramaturgie ist es so, wenn ich das jetzt mal, wenn ich dieses Wissen jetzt einfach mal auf One Piece übertragen würde, dann würde ich ganz klar hier Carrot rauspicken, weil ganz einfach, viele wollen Carrot in die Crew haben. Laut Vivre Card Databook ist Carrot jetzt nicht unter diesen ersten, ich sag mal, 15 gelistet, so mehr oder weniger. Ja, Pedro ist vor kurzem, ich sag mal, gestorben. Es muss nicht sein, dass Carrot sich opfert und dem Beispiel von Pedro folgt, ja. Es kann auch einfach sein, dass Carrot out of nowhere einfach zum Beispiel von Kaido zum Beispiel gecatcht wird und so irgendwie stirbt, ja. Deswegen, von der Dramaturgie her, wäre Carrot hier am absolut heftigsten. Vom Impact her, muss ich sagen, natürlich einer der normalen Strohhüte, ja, wäre natürlich noch krasser, aber das wird nicht passieren, na, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, wenn jemand sterben wird, und ich denke, es wird jemand sterben, ja, ich sage nicht, dass es Carrot ist, ich sage nur, dass es vom Dramaturgischen her am meisten Impact erzeugen würde, wenn Carrot sterben würde, abseits von den normalen Strohhüten, ja, deswegen, das ist das, was ich hier einfach nur sagen muss. So, dann natürlich auch, was sehr, sehr wichtig ist, wird Ruffy das erste Mal töten? Das ist auch eine sehr schwierige Thematik oder ein sehr schwieriges Problem, welches sich Eiichiro Oda, ich sag mal, stellen muss, denn Eiichiro Oda sagt, yo, Ruffy, oder Ruffy sagt das nicht, Eiichiro Oda, Ruffy sagt, er tötet keine Leute, weil die Gegner zu besiegen, ja, ist schlimmer als der Tod, aber bei so einem Charakter wie Kaido, es reicht nicht ein
einen Kaido einfach nur zu besiegen. Denn wenn der wieder fit ist, ist er trotzdem noch eine enorme Gefahr für Ruffy und seine Crew. Ja, weil er dann wahrscheinlich auch Rachegelüste haben wird etc. Deswegen wird Ruffy hier das erste Mal, dann indirekt das zweite Mal, mit dem Thema einen Kaiser töten konfrontiert. Ich meine, sein Mindset hat er wahrscheinlich ein bisschen geändert. Ich meine, sonst wäre er nicht dazu bereit gewesen, Big Mom, mit bei diesem Assassinenplan mitzumachen von Capone, um Big Mom zu töten. Deswegen kann ich mir hier vorstellen, dass Ruffy hier ein bisschen anders denkt mittlerweile. Dann haben wir hier auch noch ein weiteres Problem, welches dann daraus entsteht, ja, mit dem Töten etc. Eiichiro Oda sagte, One Piece wird immer ein Manga für junge Jugendliche oder auch für Kinder sein. Das hat Eiichiro Oda gesagt, ja. Und damit meinte er halt wahrscheinlich so, ich denke mal so 12- bis 16-Jährige oder sowas, für Jugendliche und Kinder. Es ist ein Shonen, ja, und ein Shonen ist halt einfach für junge Jugendliche ganz einfach. Und das ist etwas, das dürfen wir auch nicht. Das ist formal einfach, das ist Fakt. Ich glaube, Eiichiro Oda, ich weiß nicht, vielleicht vergisst er sogar, dass die Leute, die vor 20 Jahren angefangen haben mit zu lesen, dass die jetzt vielleicht 20 Jahre älter sind, ja. Das, ich weiß nicht, vielleicht lässt man das ein bisschen außer Acht, aber man versucht natürlich auch neue Leute immer wieder hinzuzuziehen. Dann auf der anderen Seite sind natürlich Ruffys Recklessness, ja, seine Naivität, da die immer wieder irgendwo, ja, sein Leben irgendwo bedrohen, ja, aber das gehört irgendwie dazu. Aber was ich hier ganz klar nochmal ansprechen möchte, ist der Plot-Armor, der Glücksfaktor in der Welt von One Piece, beziehungsweise der Glücksfaktor der Strohhüte gegenüber. Ich meine, auf Whole Cake Island war das schon echt heftig und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen zurückgeht, weil das gefällt mir nicht so ganz. Wenn man Sachen nicht, ich meine, One Piece ist einer der logischsten Mangas, die es gibt, da, wo man sich logisch Sachen erklären kann, etc. Und da gibt sich Oda auch viel Mühe, aber manchmal, oder wenn es halt so ist, wenn es so logisch ist, dann, dass manche Charakter teils irrational handeln, ja, wo man denkt, hey, warum macht er das jetzt so oder so? Das ist manchmal ein bisschen komisch, sag ich mal. Aber ich denke, und schlussendlich mein Wort dazu, dass Eiichiro Oda das Ganze gut meistern kann. Ich denke, der wird diese Sachen auf jeden Fall beachten und Kaido zu vollster Zufriedenheit der Fans besiegen lassen. So, ich bin gespannt. Wie glaubt ihr, wird Kaido besiegt? Ja, glaubt ihr, es gibt da vielleicht noch andere Hürden, die man zu überwinden hat, außer die Stärke? Lasst es mich wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist nur wirklich ein kleiner Klick für euch, bedeutet aber für den jeweiligen YouTuber wirklich sehr viel und motiviert richtig heftig. Dann, falls ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Ich hoffe, ich konnte euch bisher dann überzeugen. Falls ihr den Kanal bisher jetzt noch nicht abonniert hattet, dann macht das gerne. Ist kostenlos, tut nicht weh und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Damit jetzt raus. Ich verabschiede mich. Haut rein. Ciao und tschüss.